ganzen Chemiker mit ihren Atomen vor 200 Jahren von Humboldt. Der hat vor 200 Jahren entdeckt, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist. Unser Mendeleev mit dem Periodensystem. Ihr seid Wahnsinnige. Solange du in diesen materialistischen Vorstellungswelten lebst, bist du in ein Gefängnis eingesperrt, wo die Türen offen sind. Den Preis, den du zu bezahlen hast, du musst unlogisch werden. Aber unlogisch ist nicht unbedingt absolut gesehen unlogisch. Vom Basic aus gesehen ist Windows vollkommen unlogisch. Es ist eine höhere Logik. Holofeeling ist eine höhere, allumfassende Logik, wo alle bisherigen sich widersprechenden logischen Systeme, ob die religiös sind, ob die naturwissenschaftlich, politisch sind, alle eins gemacht werden. Und du kannst dich nur dabei beobachten, wie du immer wieder einseitig bist und wie du sympathisierst. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit rechts und links, die Reden von Demokratie, was zurzeit hier abgeht in den offiziellen Medien in Bezug auf die AfD, und ich betone immer wieder, es geht nicht um die AfD, es geht um den Prinzip, wie kann ich freie Meinungsäußerung predigen und im selben Moment eine Meinung, die meiner Meinung widerspricht, komplett vernichten wollen. Es ist immer wieder dieses Spiel, diese Scheindemokratie, aber schuld sind nicht die Sachen, die in dir auftauchen, sondern du selbst. Schau einfach, wie du darauf reagierst, wie du sympathisierst, mitleidest an einer Einseitigkeit. Das bedeutet das Wort Sympathie. Du musst dich von jeglicher Art von Sympathie, von Mitleid lösen. Was ist das für ein Gott, höre ich manchmal, der sowas zulässt? Was ist das für eine Arroganz, die sich anmaßt, das Gott vorzuwerfen, der die absolute Liebe ist? Was sind das für Wahnsinnige, die meinen, ständig Gott vorzuschreiben, was er an seiner Schöpfung verkehrt gemacht hat? Die dummen Fahrschüler, die hier den obersten Führerscheinprüfungsboss vorwerfen, dass er so viele Fehler in den Bogen reingemacht hat. Der hat sich dabei was gedacht. Solche einfache Gespräche, sobald man in einem Status ist, ob das Kirchenfürsten sind, ob das Politiker sind, es sind erbärmliche Kreaturen in deinem Traum, die keine Überlebenschance haben. Der Einzige, der letztendlich sein eigenes Überleben erleben wird, ist der, der mich jetzt sprechen hört. Und das bist du. Du bist absolut der Einzige. Alles andere ist vergänglich. Aber du verlierst es nicht, wenn es sich auflöst, sondern du kriegst es zurück. Dann muss man zuerst einmal damit fertig werden, jetzt zum Beispiel auf dieser unteren Ebene in Partnerschaft, wenn man wirklich jetzt einen geliebten Menschen hat, wo ich dann immer wieder, das habe ich so oft angesprochen, du musst immer wissen, du kannst erst was lieb haben, wenn du dir das ausdenkst. In der Liebe ist die absolute Einheit, in der roten Liebe. Und du musst dir das ausdenken, vor dich hinstellen, und sobald du einen anderen denkst, denkst du zwangsläufig auch an dich. Das heißt, der andere, die Antithese, die du dir ausdenkst, ist immer die Antithese zu dir. Du bist die eigene These. Die These ist eine Sichtweise. Und zu jeder Sichtweise gehört eine Antithese. Das heißt, wenn ich wen lieb haben will, und der lieb haben kann, ist nur der Geist, der träumt, muss er sich selber zuerst einmal denken und sich einen anderen dazu denken. Und die zwei, das ist jetzt verbunden, Plus ist Liebe, wie die These und die Antithese. Darum gehört auch das Plus und das Minus und der Mann und die Frau zusammen. Und sobald ich Einseitigkeiten anstrebe, das ist ja so Wischiwaschi, das ist jetzt wie mit der Gendersache, dass man versucht, das was unterschiedlich ist. Das heißt zwar im Thomas-Evangelium, wenn Mann und Frau eins werden. Das ist aber im Adam doch schon der Fall. Ich müsste fast nochmal, mir kommt da gerade so eine Idee, wo so Kleinigkeiten nochmal, ob dir das vielleicht schon aufgefallen ist. Wir schauen nochmal ganz, ganz kurz, pass auf, ich mache unseren Denner auf. Und dann übertrage ich unseren Bildschirm nochmal schnell. Das ist jetzt natürlich nur eine Stelle. Ups. Dran beginnen. Schau mal, wir machen hier mal in unseren Denach. Da schauen wir zuerst einmal die Stelle an. Das sprechen wir ja so oft an, das sind so elementare Erkenntnisse. Schaut diese Stelle, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie. Okay, und da wird es natürlich ganz interessant, wenn man das jetzt genau, dieses Bezellen haben wir ja in ihrem eigenen Schatten. Man kann jetzt dieses Gebot von Licht ist die Spiegelung von Licht und Licht.
Und dann kommt Elayom, erschafft, immer dran denken, das Bare ist ein Erschaffen nur aus Gott heraus. Genau. Das heißt, im Kopf des Schöpfers. Ja. Im Kopf des Schöpfers. Das ist das Erschaffen. Bara, es gibt ja für Tun, Machen, Handeln, habe ich angesprochen, verschiedene Wörter, also drei Stück. Das ist Bara, es ist Esse und es ist Poal. Wobei hier in den Wörterbüchern wirklich bei Bara drin steht, speziell von Gott erschaffen. Alles andere machen Menschen oder irgendwelche Programme. Er schuf in seinen Kopf, im Kopf des Schöpfergottes, okay, dieses ihm, sein Du, Genau. dein weibliches Du, Ja. weiblich ist immer das Ausgedachte, das ist männlich, das heißt Denken, eingedenkt sein, der Gedanke, den Denker und seine Nekaba, sein Loch, seine Lebensfrische. Genau. Nekeb. Ja. Er erschafft nochmal im Kopf des Schöpfers, BRA, im Kopf des Schöpfers, ist Atom, ATM, die Radix von Atom, das Unteilbare. Genau. Das wird hier mit Sie übersetzt. Das ist ATM, das Unteilbare, wobei das imperfekt gelesen heißt, es, das Tom alleine, wenn wir uns anschauen, heißt zum einen hier zu Ende kommen, vollständig, absolut perfekt sein. Dasselbe heißt, vollenden tust du, wenn du alles, was du dir ausdenkst, wieder verzehrst, wieder vernichtest. Genau. Ich werde vollkommen, indem ich alles, was ich mir ausdenke, wieder vernichte, um was Neues in mir aufzubauen. Und jetzt ist dieses Atom, ist das Unteilbare. Denke und Ausgedachtes, es ist untrennbar miteinander verbunden. Das bist du. Tatvamasi, das bist du. Und Genau. jetzt zeige ich dir auch so eine schöne Stelle, wo man wissen sollte, wir gehen nochmal in 2 Mose 20. Da steht in 2 Mose 20 die 10 Gebote, das erste Mal. Okay. Und das sind ja immer wieder diese angeblichen Befehlsformen, die ja nur imperfekt sind. Ne? Ja. Dieses du sollst dir, beginnt immer du sollst dir. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, da gibt es eine Ausnahmeregel. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, Pass auf. Dieses beginnt immer, das hebräische Imperfekt beginnt mit La oder Le, nicht du nicht. willst. Und das Taf am Anfang heißt immer nicht, du sollst dir etwas machen. Schau, esse. Nicht, du sollst machen. Zu dir. Das, du sollst dir kein Geschnitzt, so wird es im Deutschen übersetzt. Nicht sollst du dir machen ein bewegtes Bild. Lack heißt eigentlich eine Bewegung zu dir selber, für dich heißt aber gehe hin, gehöre. Ich sage immer, wandere, ein ständig wanderndes Bessel, ein Schnitz, ein behautes. Ich will nicht zu alt, aber was mir wichtig ist, all diese ganzen beginnen hier, nicht sollst du, kommt das nächste Wort, nicht sollst du, die beginnen alle so. Eine Ausnahme, was eine eindeutige Fehlübersetzung ist, ist das erste. Vers 3. Schaut, da wird auch, du sollst dir kein, du sollst dir kein. Die beginnen alle, schau hier unten, du Ja, sollst dir, die beginnen alle so, aber du musst hier im Hebräischen schon sehen, das beginnt zwar auch nicht, aber da fällt dieses, du sollst dir machen, sondern da steht hier dieses eigene, das heißt, ist, war, wurde, bleibt, das ist natürlich schon wieder Vergangenheit, ist vorhanden, das ist eigentlich das hebräische Wort, es wird sein, nicht es wird sein oder nicht wird er sein. genau. Dieses Lack, das jetzt auch zu dir heißt, nicht wird es sein zu dir, heißt aber auch gehe, wandre. Okay? Es heißt, nicht wird sein eine Bewegung, ich reduziere das einmal. Nicht wird sein eine Bewegung raumzeitlich gedacht in El Hayom, ein anderer auf der Oberfläche. Nicht wird irgendwas anderes auf der Oberfläche sein. Dieses Acherim, die anderen, die Fremden, die späteren, nicht werden die sein auf deiner Oberfläche. Das ist Ellis Hochheben und Benny heißt ja Oberfläche. Genau. Das Aussehen, die Gestalt, das wird normalerweise hier auf der Vorderseite. Denk an unser Gespräch, es sind alles Vorstellungen und die Vorstellungen, die du hast, sind genau genommen deine OBR, polar erweckte Fläche. Diese kreisende Scharon OBR. Das ist ja BR ohne das E vokalisiert, heißt ja, das kreisende Äußere ist genau genommen immer eine Fläche, weil egal was über der Nulllinie ist, ist auch unter der Linie im selben Moment, das heißt arithmetisch gesehen, es ist Null. Es sind Physikbücher. Ja, Nichts ist mehr Physik wie das.
Und jetzt könnte ich immer wieder, wenn du einen Physiker hast, ich habe ja das so oft gehabt als Figuren, ich habe Physiker, die sind hochgebildet, studiert, und dann zeige ich ihnen nur zum Beispiel die ganzen physikalischen Formeln, die sogenannte Naturkonstanten, das Pi, wir müssen nicht darauf eingehen, die Eulersche Zahl, die Feinstrukturkonstante, zeige ich ihnen, wo das in der Dora verschlüsselt in diesem Programm drinsteckt. Und dann sind die zuerst einmal hier, baff, mein Eindruck meiner Figuren in meinem Traum, und die drehen sich rum und es geht in der Marsch vorbei. Und da zeigst du, da ist kein Geist. Wenn ein Hauch von Geist hinter der Maske ist, es sind reine KIs. Und auch die schöne Sache, dass die Menschen um dich herum prinzipiell immer deine Spiegelbilder sind. Denk an das, was ich gerade gesagt habe, was siehst du in mir? Mein Beispiel, der Selbstversuch, geht durch die Stadt und lächle Leute an, lauf stoisch an ihnen vorbei, ohne zu reagieren, dann lächle die an oder glotzt dir mal ganz böse an, wie die ihr Gesicht verziehen. Du kannst es ja mal rumdrehen, dass du dann richtig böse anschaust. Ja, wenn du es richtig böse anschaust, dann schaust du mal wieder zurück. Zurückreagiert, aber dich anlächelt dann. Es sind KIs. Das ist ein Videospiel. Du bist in der Matrix, jetzt in dieser Computerprogramm-Matrix. Und die Sprache ist das Geheimnis. Und immer daran denken, mich interessieren nicht die Figuren, die du dir ausdenkst. Mich interessiert der, der sich jetzt den Udo ausdenkt und die Pixel ausdenkt und sich selbst ausdenkt. Meine Chefin ist eine ganz kleine Show. Und selbst diese Vielheit, die ich mir denke, ist eigentlich bloß immer einer. Ich. Ich selbst. Ich. Das ist meine Heimsuchung, eine Selbstheimsuchung. Wie der Münchhausen, der sich aus den eigenen Ohren aus dem Sumpf ziehen muss. Die Hilfetaste. Es ist vergebene Liebesmüll. Du wirst jetzt immer wieder unterbröselt, wie gesagt, nur mal müde davon zu erzählen. Und dann schaust du, wie viele darauf reagieren, schon in unserem Chat. Da kann keiner anders. Es ist immer wieder, es gibt immer wieder Veränderungen. Das hast du auch in der Welt. Wenn du dich veränderst, du musst der Erste sein. Erst wenn du das Formspiegel, das Subjekt veränderst, aber das ist genau genommen dein Programm, das ist dein Glauben- und Wertesystem. Du musst dich bemühen, auf dieselben Situationen anders zu reagieren. Darum habe ich immer wieder gesagt, jetzt beim Rauchen ist totale Unfreiheit. Mach die andere Seite. Aber umgekehrt, wenn du ein Nichtraucher bist, solltest du zum Rauchen anfangen. Das ist natürlich jetzt ein Symbol, um Himmels Willen, mir geht es, dass du das im Prinzip betreibst, dass dir das eine wie das andere gleichgültig ist. Weil sobald du meinst, eins von den beiden Möglichkeiten ist besser wie die andere Möglichkeit, die du haben willst. Wenn du die Mitte bist, löst sich das vollkommen auf. Und dann wirst du als Figur die Einseitigkeiten trotzdem leben, ohne sie zu erleben. Auf der Bühne kannst du heulen. Du kannst traurig sein. Und dann schielst du durch deine Maske in den Zuschauerraum rein, wie die mit dir mitleiden. Und als Schauspieler freust du dich, weil du das so genial spielst. Dann bist du der Udo. Und du kannst der Böse sein und du kannst dann schauen, wie die auf dich reagieren. Und wenn du richtig Hass in denen auslöst, in diesen Figuren, in diesen KIs, dann freust du dich, wie genial du und real du diese Rolle spielst. Aber in dem Moment stehst du immer eins drüber, weil du weißt, es ist ja nur eine Theatergeschichte. Darum ist es mit dem Autor so wichtig, dass der Autor, der Zeichenerwecker, sagst du mal, ob du der Leser einer Geschichte bist, dann erweckst du die Zeichen zu einer ganz persönlichen Vorstellungswelt, wenn du einen Roman liest. Aber zu dem Leser gehört auch einer, der das auch geschrieben hat. Das bist du auch, das sind auch die zwei Seiten. Erinnere dich im Holofeeling für Neugierige, wo ich sage, Gott, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Das heißt, es ist ein Zwanghafter, da wird jemand, ich natürlich, in einer unbewussten Form mit einem Schriftstück konfrontiert, wo eine Schrift ist, heißt, es muss ja auch ein Schreiber sein. Das ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Also ist zwangsläufig, auch wenn ich den Autor dieser Schrift in Bezug jetzt auf den Schreiber nicht kenne, wobei ich dann immer wieder sage, einer, der einen Roman schreibt, ihm muss ja was einfallen, der wirkliche Autor ist, du landest dann immer wieder bei dem, der hinter der Bühne steht. Weil was kann ein Goethe machen, wenn ihm nichts einfällt? Was macht ein Einstein oder ein Kopernikus, den ich mir jetzt ausdenke, wenn ihm nichts einfällt? Aber von wem hat eigentlich der Kopernikus und der Einstein sein Wissen? Hast du dich das schon mal gefragt, wo der Einstein das her hat, die Relativitätstheorie? Und ich sagte jetzt ganz einfach nicht von Gott. Und dann doch wieder.
Ich habe jetzt die zwei Seiten deshalb erwähnt, wenn du jetzt sagst, ja, von Gott, Gott hat ihn das einfallen lassen. Nein, du erschaffst jetzt den Einstein, wenn du ihn denkst, und du denkst dir, dass er die Relativitätstheorie entdeckt hat. Jetzt, wenn du natürlich das ist, das kann jeder Idiotengott. Selbst wenn er keine Ahnung hat, was die Relativitätstheorie bedeutet, kann er sich trotzdem so viel Allgemeinbildung in seinen Schwamm drin haben, dass er sagt, zumindest hat er das deckt, die Relativität entdeckt. Aber da kommt ja sowieso keiner mit, was er da sagt. Das ist ja so kompliziert, es gibt ja fast keine Menschen, die das verstehen. Und damit denkt dieser Depp sich Menschen aus, die die Relativität nicht verstehen. Obwohl ich sage, ich erkläre jeden Zehnjährigen die Relativitätstheorie. In einer Viertelstunde. Es reicht der Intellekt eines Zehnjährigen, 13-Jährigen aus. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste. Alles, was ich sage, kann jeder 13-Jährige sofort überprüfen. Mit einer Minimalbildung. Mit einer rudimentären. Er muss nur die Gedankengänge mitgehen und er muss neugierig sein. Was natürlich die Elite und die Weisen deiner Welt extrem schwach aussehen lässt. Darum ist meine Botschaft auch nicht für die Elite, die wirst du nie erreichen. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die du zu durchschauen hast. Erwarte nichts von dem Weisen der Welt. Da könnte ich jetzt Riesenromane drüber schreiben. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte dir den Gestank entgegenrülpsen, den ich meine Erfahrungen mit normalen, angeblich weisen und gescheiten Menschen nenne. Das habe ich jetzt wertfrei gesagt, nicht, dass du das verkehrt verstehst. Die demonstrieren in ihrer aufgeblasenen Gescheitheit bloß und in ihrem Festklammern an ihren Status. Wirkliche Größe sich hinstellen, das war alles Scheiße, was ich euch erzählt habe. Jetzt habe ich die wirkliche absolute Erkenntnis. Und absolut ist sie dann, wenn, egal was einer behauptet, für dich richtig ist. Wenn du das verstanden hast, musst du nichts mehr bekämpfen, sondern du musst es dir zu eigen machen. Diese vielen Facetten zu eigen machen. Jetzt bist du das Atom, das Unteilbare, in dem wieder alles reinfällt. Wo es auch alles, was ich mir ausdenke, herkommt. Es ist so schwer, diesen einfachen Satz zu begreifen. Alles, was ich mir ausdenke, kommt aus meinem tiefsten Innerste in dieses nicht ganz so tiefe, in die Zwiebelschalen, wie ich das nenne. In meine Peripherie, die letztendlich trotzdem bloß in mir drin ist. In meine ausgedachte Peripherie, dieses Peri, dieses Ringsum, trage ich letztendlich in mir. In dem Wort tragen hast du schon dieses TR, die Reihe, die Spiegelwahrnehmungen, die ragen aus dir heraus mit unseren zwei Spiegeln. Und sie alternieren in unserer Vorstellung. Komplexer wird es, wenn ich mich jetzt in den Tetraederspiegel reinsetze. Und da kann man so in Worte, wenn man reingeht, das Geheimnis der Worte, es raubt an den Abend, aber das muss ich euch bröseln jetzt, diesen Programmen, die ich mir jetzt ausdenke, ganz, ganz gezielt, an Redo, an der Diana, an der Andrea, muss ich das in keinster Weise erzählen. Weil ich Pickelmännchen eh nichts erzähle. Die sind schon wesentlich mehr ich, wie alle anderen, die ich mir ausdenke. Natürlich nochmal eine Handvoll Brösel. Wollen wir mal fair sein. Es bleibt immer dasselbe Ich. Das Ich bin ist nur ein Ich bin. Es ist nicht schwer, es ist, was dir im Weg steht, ist eben diese Filter, wo ich sage, diese zwei unmöglich, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, total easy. Und das ist hundertprozentig sicher, wo ich sage, du wirst irgendwann nochmal begreifen, dass es ein leichtes ist, 99% von dem, was dir ein Hier und Jetzt ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher erschienen ist, dass das nicht einmal so sein könnte, nicht überprüfbar, blinder, dogmatischer Glaube. Es ist nämlich das Geschwätz vom Zweiten. Nur weil dir was logisch erscheint, heißt es noch lange nicht, dass es überprüfbar ist. Für den, der sich's ausdenkt, ist es so, wie er sich's denkt. Aber kann ich es dann wirklich überprüfen? Und dann ist schon deine eigene Trockennasenaffengeburt vom Tisch. Wie du dir jetzt denkst, dass du irgendwann einmal ein kleines Trockennasenaffchen warst. Das kennst du vom Hören sagen, zeig's mir. Selbst wenn jetzt das gefilmt wurde, manche gehen ja so weit, sage ich, ja, mein Papa hat es gefilmt, wie ich auf die Welt gekommen bin. Sag ich, was bist du jetzt? Bist du das Pixelmännchen da auf der Kamera? Das ist alles logische Konstrukte. Ein Bild ist ein Bild. Wie viele Beweise wollt ihr? Das rauscht an den Leuten vorbei, wenn ich jetzt hier die Geheimnisse des Tenach, der Tora, zeige, dieser hebräischen Schrift, dass es wirklich ein Computerprogramm ist. Oder ich mache dann noch diesen UP und ich betone jetzt nochmal, das hat jetzt nichts mit dem Pixelmännchen zu tun. Indem ich jetzt,
in Erscheinung trete. Dass ich hier rede, du weißt es, wo ich diese Filmkombinationen in Fiegenstadt bin ich drauf eingegangen. Ja. Wo ich meinen Namen reingekodet habe, insgesamt an welchen Stellen das Ganze steht, wenn du das siehst, so viel zufällig kann es überhaupt nicht geben. Der den Traum auslegt und so. Ich bin der, der den Traum auslegt und so weiter und so fort. Das ist, und ich sage, da muss ich doch irgendwann nochmal mitdenken. Da muss ich doch irgendwann nochmal, wenn ein Hauch von Geist da ist, dass es doch vielleicht anders ist, wie ich es bisher geglaubt habe. Es ist doch nichts leichter zu widerlegen wie dieser Glaube. Was so schwer ist, ist dann das Zwanghafte, selbst wenn ich es innerlich akzeptiere, doch immer wieder zu reagieren und mich über welche aufregt, die reagieren. Hat man das Spiel jetzt nicht hier und jetzt bewusst ausgedacht, die letzten Wochen, wo sich irgendwelche jetzt bewusst ausgedachte Figuren im Chat über andere Äußerungen aufregen? Darum habe ich dir das gerade mit dem Spiegelbild vorgelesen. Und irgendwann einmal kommt dann dieses Bling, dieses Heureka, dass du sagst, Mensch, warum wiederholt sich das? Warum werden die nicht vernünftig und stellen laufend so einen Scheiß rein? Weil du nicht vernünftig warst. Du bist der Erste. Man muss sich wirklich ausbremsen, dass man wirklich einmal einfach mal die Fresse halten. Ich weiß, der Ron hier, glaube ich, innerhalb von 3-4 Tagen oder über 200 Mal einfach mal die Fresse halten reingestellt. Er merkt, er hat Benzin ins Feuer geschüttet. Einfach geschehen lassen, nicht reagieren. Der werden, der nicht reagiert. Das ist ja komisch. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass man sofort wieder ein blindes Arschloch wird. Da kommt jetzt das eigentliche Verstehen. Ich sage, du sollst an deiner Rolle überhaupt nichts verändern wollen. Das heißt, wenn du reagierst, reagier weiter. Und da mache ich jetzt eine Sache, wie du was loskriegst. Der Mechanismus, es heilt sich erst, wenn du nochmal den Doppelschritt, ich habe angesprochen, du musst eigentlich nochmal in dieses Nichts, das Dritte, die absolute Synthese, der nur schaut. Und wenn du der bist und du reagierst nicht mehr, dass du reagierst, du siehst, dass du reagierst, du merkst, jetzt ist einer drüber, der merkt, dass reagiert wird, das ist dein rotes Ich in Verbindung mit dem blauen Ich und ist jetzt fast genötigt, sich dieses mit dem neuen Wissen dieses Reagieren abgewöhnen zu wollen. Damit bleibst du ein blindes Arschloch, das habe ich so oft erzählt. Und jetzt kommt die Sache, dass wir das umdrehen. Wir bleiben bei unserem Redo. Du weißt, Diana, dein Redo, die Phase, wo ich ihn kenne, ich denke mir jetzt, ich blätter in meinem Buch zurück, wenn der Redo da war, dass er sehr wipplig ist mit den Beinen. Er wippelt immer mit den Beinen, ich habe das schon mal gesagt. Wenn das einer hat, das ist ja so ein Mechanismus, den er selber gar nicht mitkriegt. Interessanterweise, in der Traumwelt des Redos existiert, wenn wir am Tisch sitzen, nicht, dass er mit den Beinen wippelt. Ja. Wie ein Verrückter. Es existiert nicht. Es existiert meinetwegen jetzt in der Traumwelt von einem Beobachter. Und es stört sich der Beobachter an dem Wippeln. Und jetzt sagt er, hey, du bist ja total nervös, du wippelst ja mit den Beinen. In dem Moment kriegt das Redo-Programm durch diese Spiegelung, kriegt es mit, etwas mit, was im Hintergrund bei ihm abgelaufen ist. Es ist ja abgelaufen, aber unbewusst. Das ist wie im Arbeitsspeicher, läuft jetzt ja jetzt häufig in die Existenz, dass im Hintergrund die ganze Zeit ja auch die eingebaute Systemuhr läuft. Die nicht existiert, wenn ich sie nicht denke, aber die im Hintergrund trotzdem da ist, aber in der Einheit läuft ja nichts von A nach B. Aber dann doch wieder irgendwie. X plus 1 ist neues X. Wenn ich nicht dran denke, es iteriert er erst, wenn ich es denke. Okay, und wenn man sich versucht, es abzugewöhnen, wir bleiben jetzt mal, ich mache ein Redo, ich merke das, weil ich immer wieder darauf hingewiesen war und sobald mich einer darauf hinweist, merke ich, dass ich wibbel. Ich rede jetzt normal. Dann versucht er sich das abzugewöhnen. Er hält das Bein ganz bewusst still, er konzentriert sich auf das stille Bein, aber Gedanken ändern sich halt ständig. Ich muss da nochmal etwas genauer werden. Ja. Ich habe so oft gesagt, wenn du jetzt die Augen schließt, wir reden ganz normal, dann wirst das Erste, was du siehst, dieses Bild wird verschwinden und du wirst eine Finsternis vor dir haben. Das heißt, wenn eine sagen, Finsternis kann man nicht sehen, das ist ein Blödsinn, du hast eine Finsternis vor dir. Und ich sage, jetzt schau ganz bewusst diese Finsternis an. Das ist ja nicht ganz gleich schwarz. Ich sage immer, wenn du die Augen zu hast, ich mache jetzt das einmal als Pixelmännchen, kann ich die Hand noch drauflegen, dann wirst du feststellen, probier das aus, dass das Finstere ja eigentlich noch ein Geflacker im Hintergrund hat. Wenn ich die Hand drauflege, wird es finsterer, aber das Flackern ist trotzdem noch da irgendwie anders, ist jedes Mal anders. Und ich schaue bewusst einfach nur dieses Finstere an. Was passiert, wenn ich noch dunkler mache, weniger dunkel mache, was dort für ein Geflacker da ist? Das wäre jetzt der Zustand, ich lege mich hin ins Bett. Ich mache die Augen zu und beobachte einfach mal ganz ohne zu werden diese Finsternis. Ich schaue einfach.
Und du wirst jetzt in Zeit gesprochen erleben, dass du die Finsternis nicht lange halten kannst, ob du willst oder nicht, wirst du irgendwann, ich sage das sogar, wann das passiert, jetzt. Du wirst jetzt die Finsternis anschauen, weil alles, was ist, ist jetzt. Und du wirst jetzt an irgendwas anders denken. Was heute passiert ist oder was du morgen tust. Jetzt ist die große Frage, wenn du diesen Dreierschritt gegangen bist, ist eigentlich noch finster, wenn du nicht mehr an finster denkst? Wirft sich dir sagen, alles, was du denkst, existiert immer nur, wenn du es denkst und im Hintergrund hast du eine komplett logische Erklärung. Es war finster, weil ich die Augen zumache. Aber irgendwann kippt es weg, weil du veränderst dich ständig. Das kannst du nicht aufhalten. Und dann denkst du an irgendwas anders. Und jetzt normal gedacht, wenn du in dich reinschaust, was du glaubst, ist ja der hundertprozentig sichere Glauben in dir drin, dass du ja eigentlich das, was du zu sein glaubst, auf dem Bett liegt und die Augen zu hat. Der Körper existiert natürlich auch erst, wenn du an den Körper denkst, so wie das Finster dann existiert, wenn du an Finster denkst. Aber existiert der Körper und das Finster, wenn du nicht an Finster und nicht an den Körper denkst? Es existiert immer bloß das, was du denkst. Wenn du dieses Bewusstsein hast, wirst du feststellen, es ist so. Also gut, jetzt springe ich wieder zurück. Jetzt wird dir bewusst, der Glaube in dir, ich wirbel ja auch dann, wenn ich nicht dran denke, also konzentrierst du jetzt, ich will nicht wirbeln, dann hast du natürlich den Zustand, ich will nicht wirbeln. Und so wie dieses, ich will nicht wirbeln, das du dir jetzt bewusst ausdenkst, ob du willst oder nicht, wieder verschwinden wird. So wie die Finsternis verschwindet und dein Körper verschwindet, wenn du nicht dran denkst, wirst du für einen anderen wieder zum Wirbeln anfangen. Du bist bloß im Fokus wo ganz woanders. Aber wie kriege ich jetzt diese Ruhe, wie kriege ich den Mechanismus los, indem ich das Gegenteil mache? Dass ich jetzt sage, ganz gezielt, wenn dir wieder bewusst wird, dass du wirbelst oder dich weist einer darauf hin, versuchst du dir das nicht abzugewöhnen, sondern du verstärkst ganz bewusst dieses Wirbeln mit den Beinen, ganz bewusst, richtig heftig, und zwar so lange, bis dir das Bein so weh tut. Und dann wirst du plötzlich aufhören und es höchstens zwei, dreimal und dann ist es vom Tisch. Jetzt könnte ich genauso sagen, du kannst jetzt versuchen, rauchen, so einen Mechanismus aufzuhören, mit Dampf, mit egal was, mit Kaugummis. Es ist sehr schwer, die meisten sind sofort wieder in diesem Rhythmus drin. Ich merke das jetzt, aber will kein Ding machen. Es gibt einen Trick, mache es selber. Du holst dir ein, zwei Kisten richtig dicke, fette Zigarren. Und dann haust du dir eine Zigarre nach der anderen auf Lunge rein, bis du zum Kotzen anfängst. Und du wirst feststellen, das kann sein nach einer gewissen Zeit eventuell, dass du wieder Lust auf eine Zigarette kriegst. Da machst du aber sofort wieder mit absolut stoischer Ruhe dasselbe. Und ich verspreche dir, du wirst nie mehr Zigarette oder Zigarre anfassen. Das ist so. Das sind Prinzipien. Mir geht es nicht um das Rauchen und um das Wirbeln, sondern das gilt für alles. Für die Angst. Man sagt immer in der Esoterik, denk an unseren Dieter Lange, du musst durch die Angst hindurchgehen. Solange du noch Angst hast, ist es sowieso nicht gefährlich. In dem Moment, wo es wirklich jetzt normal gesprochen um deinen Kopf geht, hast du keine Angst mehr. Du kommst in eine stoische Ruhe. Das ist das, was man Schockphänomen nennt. Bei Unfällen und so weiter, die du jetzt analysieren kannst, bin ich auch ganz gewaltig darauf eingegangen. Nichts ist perfekter, wie die göttliche Schöpfung, auch wie der Mensch als Ding an sich funktioniert. Du musst, ich drück's anders aus, du musst eine feine Antenne in der Selbstbeobachtung kriegen, wie fehlerhaft dein Programm noch Sachen als falsch, verkehrt oder einseitig definiert. Und die Fehlerhaftigkeit liegt in der einseitigen Interpretation, in der Fehlerhaftigkeit deines Programms. Und das Programm vervollkommnen, das ist die Geschichte mit dem H, die ich immer wieder sage. Was ist der Buchstabe H gegen diesen Riesengeschichten in einer Bibliothek? Und da sind viele Hs drin. H ist H. Aber noch andere Buchstaben, die in der Kombination unendlich viele Möglichkeiten geben. Darum müssen wir uns erst einmal das Alphabet aneignen. Und wie gesagt, wenn du die ganzen Ohrenbohrungen wirklich studiert hast, auch mit der physikalischen Seite, dann hast du das Aleph auf der Schiefertafel in meiner göttlichen Schule gelernt. Immerhin. Du hast unendlich viel Zeit, die Schwierigkeit immer zu meinen, du müsstest in dem Leben alles schaffen. Dein jetziges Leben ist wirklich ein Nichts im Vergleich zu dem, was das Wort Gott alles bedeutet. Was alles bedeutet, dieses Holo-Feeling. Und die Verwandlung zulassen.
Kleinigkeiten, auch einmal der Firma aufgeben, nach Zürich ziehen. Das ist auch nicht für die Ewigkeit. Es ist immer wieder, du spielst einmal hier einen Mann, dann spielst du eine Frau in einer Rolle. Das ist wie bei Charlie Stande. Ja. Alles Mögliche. Es tauscht sich aus, aber du bist die 200 Gramm rote Knete. Eigentlich bist du alle Rollen. Die Grundwelle mit allen Oberwellen. Und jetzt sage ich ja immer wieder, das spielt keine Rolle. Da muss man jetzt sehr vielfältig sein, wenn ich sage, das spielt keine Rolle. Ja, dann ist es ja nicht. Eine Welle ist keine Rolle, der Einheitskreis rollt doch nicht. Sondern das ist im Blickwinkel. Weil eine Rolle ist ja schon wieder Peripherie, die sich bewegt. Ja. Und du wirst feststellen, dass gerade immer der Sinus und der Cosinus. Der Cosinus beginnt bei 1, der zusammengeschmissene Sinus. Der Sinus beginnt bei nichts. Es ist so eine unendlich tiefe Symbolik. Ich sage, in den Physikbüchern steht nichts anderes wie im Dennoch, in der Dort. In den Chemiebüchern steht nichts anderes. Es ist eigentlich nur, wie wenn man die Bibel in verschiedenen Sprachen macht. Genau. Im Hintergrund des arithmetischen Prinzips ist immer mehr dasselbe. Das muss man mal verstehen. Aber da will deine Welt nichts wissen und es heißt letztendlich das Brandopfer, wo ich immer sage, in der Welt, das ist ja schon das Opfer, wenn wir uns anschauen. Das ist jedes dieser Worte auf Hebräisch, auf Deutsch. Wir können jetzt in der Nacht, dann kommt wieder der Fächer, der so auf, da komme ich nicht mit. Da musst du halt die Grundlagen aneignen. Genau. Es ist wie das neidische Kind, das hier in einer Bibliothek rumläuft und zu faul ist, lesen zu lernen. Nein. Ja. Das, was du jetzt zu lernen hast, ist dein eigener Glaube. Ja, den kenne ich doch schon, den weiß ich schon, eben nicht. Das, was du sagst, was mein Glaube ist, ist der Glaube von anderen. Du Genau. hast von deinem eigenen Glauben, von deinem Wissen, deinem Intellekt, der in dir ist, überhaupt nichts. Du weißt gar nichts, weil alles, was du weißt und was du glaubst, ist der Glaube von anderen. Absolut. Es ist nicht deine Meinung, was du vertrittst, es ist nicht dein Geschmack, es ist eine Anderung, es ist ein anderer Geschmack. Es ist der Geschmack von den Figuren in deinem Traum, die du nachäffst, weil du meinst, es ist wichtig. Jetzt haben wir aber Dachelis-Rede gemacht wieder, oder? Dasselbe Wort. Es musste wieder mal gesagt werden. Das muss immer wieder. Es ist ein Segen, ich sage, wenn das in dir auftaucht. Ich habe, jetzt machen wir mal wieder normale Bröselebene als Udo, ich habe so viele Gedanken im Kopf. Meine Schwierigkeit ist, ich sitze nach so einem Mensch, da könnte ich ja mal updaten und mal Tacheles-Reden machen, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Hier so mal eine ganz strenge Rede, wo ich sage, hier von vornherein, wenn du das jetzt hörst, zum Beispiel speziell für Physiker, wo man das hinhalt soll und jetzt schau, wie du darauf reagierst, ob du das jetzt wirklich für voll nimmst, weil die Sachen sind ja nicht diskutierbar. Das ist das Verrückte, ich bin der Erste, alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Ich erwähne dann immer wieder, wenn dir mal klar wird, dass alles, was die Figuren in deinem Traum äußern, was die glauben, inklusive der, der du zu sein glaubst, dass hier 99% auf Axiomen aufbauen, auf blinden Glauben aufbauen, die man nicht einmal überprüfen kann, wenn man will. Wenn man will, möchte. Ich sage, jegliche Art von klassischer Religion erfordert blinden Glauben. Und es ist raumzeitliches Geschwätz. Ich spreche nur noch mal das Wort Hospitalismus aus. Juden an der Klagemauer, irgendwelche, die in ihren Tempeln sitzen, ihre Rituale machen, ihre Vorstellung von Ehre bei falsch erzogenen Moslems, sind falsch erzogene Moslems, Katholiken sind falsch erzogene Christen, Zeugen Jehovas sind falsch erzogene Christen. Weil das mit meiner Lehre nichts zu tun hat, nicht das Geringste. Ihr habt nicht euch die Mühe gemacht, einmal selber die Originale zu studieren. Es ist ja viel einfacher, zu irgendeinem Fachmann zu gehen und sich sagen zu lassen, was das bedeutet. Und das ist die Falle. Die Falle ist, ob du zu einem Physiker gehst, der dir erklärt, was in den Physikbüchern steht, oder zu einem Chemiker gehst, der dir erklärt, was in den Chemiebüchern steht, oder du zu einem Pfarrer gehst, der dir erklärt, was in den jeweiligen heiligen Schriften drin steht. Das ist die Falle, das ist die Ursache von den arabischen Kriegen. Sind nur verschiedene Anhänger verschiedener Auslegungslehren.
Und wir legen wieder alles hinein. Wir legen es nicht heraus, sondern wir legen alles wieder da hinein, wie Puzzlestücke zusammen mit Holofeeling, wenn diese ganzen ausgedachten Facetten wieder zusammengesetzt. Zu dem, was es ursprünglich ist, ein Ewigsein des heiligen Ganzes, das Mann selbst ist. Wenn man verstanden hat, was Mann ist. Und dann bist du zwangsläufig ein Außerwählter. Der Außerwelt ist der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, nicht irgendein Gedanke von dir. Die Absolut. Gedanken, die kehren sowieso wieder alle heim. Denk an mein Beispiel mit dem Calvinismus. Ja. Sich die Frage zu stellen, ob irgendein Gedanke von dir, irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, in den Himmel oder in die Hölle kommt, ist so ein Schwachsinn. Jeder Mensch, den du dir denkst, der geht dahin, wo er herkommt, nämlich er fällt wieder in dich rein. Und zwar genau in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst. Wenn du aufgehört hast, ihn auszudenken, kehrt er automatisch wieder in dich zurück. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und sofort überprüfbar. Ich lasse jetzt einmal die Kleinigkeiten, dass du das Verschwindende beobachten kannst. Sollte dann wieder auftauchen, dann wird er das bewusst. Wir brauchen nämlich einen ganzen Zug. Das Plus und das Minus schließt die Welle ab. In den vier Phasen, die eigentlich genau genommen 16 Phasen sind. Und sobald man dann die acht Phasen sind, die dann 16 werden, weil wir immer einen Hintergrund brauchen. Das Drehen. Wie Kopfsteher. Fällt mir gerade dieses schöne Lied hier, dieses Gedicht vom Hesse ein, wo der Meister sagt, der hat jetzt festgestellt, wenn man sich auf den Kopf stellt, sieht die Welt komplett neu aus. Denkt die Tasse. Wenn man auf dem Kopf steht und alle Schüler fangen an, auf dem Kopf zu stehen. Du kannst dich erinnern an das Hesse-Gedicht, an das Lied von dem Hesse-Zyklus. Ich schau mal, wenn ich es finde, stelle ich dann kurz in den Chat vielleicht rein. Es ist nicht im Internet, da müsste ich die Datei raussuchen. Die Kopfsteher. Wie schön es doch ist, wenn die Welt auf dem Kopf steht. Und dann der Meister sagt, nee, das macht mit der Zeit Kopfschmerzen, er setzt sich wieder normal hin und dann sind die Schüler natürlich plötzlich, einmal behauptet er das und dann behauptet er das. Ja. Ja. Er ist der Verstehende, einmal bejaht er was und dann verneint er was. Genau. Man meint, er hat keine Weisheit, er weiß ja gar nicht, was ist. Das können nur welche sagen, die in der Einseitigkeit leben. Wenn du in der Vollkommenheit lebst, ist es einfach nur. Darum sage ich hier, die Hauptproblematik, an der der Mensch leidet, ist dieses zwanghafte Kategorie 1-2-Denken, dieses ständige Verurteilen und das Leben in Facetten. Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist, höre ich dann immer wieder. Oder was richtig ist. Ich weiß ja nicht, was richtig ist. Ich will ja nichts Verkehrtes machen. Ich sage, du hast das nicht verstanden. Das, was ich mir für dich wünsche, ist, dass du einfach schaust, was ist. Und zu schauen, was ist, brauchst du überhaupt kein Wissen. Wissen brauchst du für Bewertung, für Genau. Kritik, die dich immer wieder in die Einseitigkeit führt. Du schaust einfach, was jetzt ist. Du machst dir gnadenlos bewusst, was jetzt ist. Und das Erste, was du siehst ja immer nur deine Information. Es ist gleichgültig, ob das jetzt ein reiner Gedanke von dir ist, Information eben, oder eine Außenformation, sprich eine sinnlich wahrgenommene Information. Und das unterliegt einem ständigen Wechsel. Das ist das Erste, was du mitkriegst. Du kannst an Gedanken nicht festhalten. Die Gnade verändert sich. Du kannst dieses Spiel niemals bis in alle Ewigkeit nicht mehr stoppen. Und du wirst bis in alle Ewigkeiten Veränderungen mitkriegen. Aber jetzt hängst du in einer Schleife, dass das oberflächlich betrachtet sich zwar jeder Moment vollkommen neu ist, das habe ich so oft erklärt, aber es ist nie, es ist immer wieder neu. Auch wenn es deine Definition sagt, ich gehe ja, wenn ich in meine Wohnung reingehe, immer in dieselbe Wohnung. Du gehst nirgendwo rein, sondern du tauschst deine Hülle, die Form der Gnade aus. Und wenn du Sachen wiederholst, ist jedes Mal, wenn du das neu anschaust, wird es komplett neu erschaffen. Wenn der Redo im Spiegel sieht, mit dem Redo Normalbewusstsein, sieht er immer dieselben Haare. Obwohl er bei der Haarlänge alle 6 oder 7 Wochen die komplett sich austauschen. Und jetzt, wenn wir die Zeitspanne noch größer machen, waren sie irgendwann einmal nicht grau, denkst du dir jetzt. Aber was ist es immer jetzt? Ob die lang sind, die Haare oder kurz sind, wenn sie existieren, existieren sie hier und jetzt in deinem Kopf als Information. Und das zusammengefasst in einer Einheit, nenne ich eine Datei. Und das ist der neue Glaube, die Daten. Dort. Und Glaube wiederum, Gall, blau gelesen, die Welt ist immer die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die Beschwörungskunst. Es wird immer so sein, wie deine Logik dir das selber
schwört, du schwörst dich ein auf mein ID und jetzt frag dich, kann ich es wirklich beschwören? Genau. Und dann wirst du feststellen, 99% von dem, was du als hundertprozentig sicher beschwörst, kann man nicht einmal überprüfen, wenn man wollte. Es erfordert blinden Glauben, aufbauend auf irgendwelchen Schwätzern, religiösen Schwätzern, politischen Schwätzern, physikalischen Schwätzern, arithmetischen Schwätzern, die sind nämlich auch nichts anderes. Diese arithmetischen Spiele, wo man dann immer wieder in höhere Perversionen, in Umgedrehtheiten reingeht, dass dir dann der eine beweist, dass 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis unendlich gibt minus ein Zwölftel. Geh mal in die extreme Arithmetik rein, wie die sich reinsteigern und kriegen dann noch Nobelpreise für so einen Scheißdreck. Da lobe ich mir in Chuck Norris. Chuck Norris war der Erste, der von 1 bis unendlich gezählt hat. Zweimal hintereinander. Das hat noch nie einer geschafft. Zweimal hintereinander. Und du wirst dann feststellen, wenn du zählst, machst du bloß Folgendes. Du hebst einfach nur Vorstellung von Zahlen, Geräusche in deinem Kopf. Und jede dieser Ziffern ist jetzt 1, 2, 3. Und da ich immer eins dazu machen kann. Aber die Unendlichkeit ist deswegen ja nicht da, sondern nur ein Geräusch. Der Rest ist schon wieder die Zeile darunter, die ich mir ausdenke. Aber unter dir ist keine Zeile, sondern eine Form L. X plus 1 ist neu 6. Und du iterierst in der Formel. Und was jetzt auftaucht, 1, 2, 3, 4, ist das, was existiert. Die Unendlichkeit selber funktioniert in der Form L in dieser Iterationsformel. Mhm. Und da ist Anfang und Ende wieder gleich. Denk an unseren klassischen Spiegeltunnel. Zwei Spiegel, Spiegel hüben, Spiegel drüben. Ich denke mich natürlich jetzt außerhalb. Genau genommen bin ich ja die Mitte der Reihe. Ich sehe vor mir den Spiegel hinter mir. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn man mal den klassisch mit Spiegeltunnel den aufbaut? Wenn die ganz parallel sind, haben wir doch diese Gerade, die immer kleiner wird und fällt dann, angenommen, ich habe jetzt zwei runde Spiegel, die ich aneinander halte. Dann sehe ich, schaue ich in einen runden Tunnel rein, der in der Unendlichkeit, wenn die ganz parallel stehen, immer kleiner wird und in einem Punkt zusammenfällt. Wenn ich jetzt den Winkel verändere, je nachdem, wie ich ihn verändere, verbiegt sich das wie eine Röhre und ich sehe natürlich nur dann eine gewisse Stelle, weil das rumgeht, weil das sehe ich nicht. Jetzt muss ich aber weiterdenken und dann geht er ja im Kreis, wenn ich den Winkel verändere und dann schaue ich, wenn ich jetzt mich da reindenke, nur Gedankengang durch den Spiegeltunnel, komme ich wieder hinter den Hinterkopf an. Ich kann aber jetzt dasselbe machen, dass wenn ich parallel bin, dass ich reinschaue und der Tunnel ja immer kleiner wird, zu einem Punkt wird, wird er zwangsläufig hinter mir immer größer, bis er unendlich groß wird. Aber jetzt erkenne ich durch diesen Kreis, dass das unendlich kleine und das unendlich große ich bin. Lass dir das durch den Kopf gehen. Alles, was du erlebst, geht durch diesen von dir ausgedachten Kopf jetzt, der sich in einem roten Kopf befindet, wenn du an deinem blauen Kopf denkst. Alles ist in dir drin. Ich kann nur sagen, du kannst jetzt wieder versuchen, Figuren in deinem Traum zu erklären und dann wird dir richtig massiv in kürzester Zeit bewusst, dass du nur von geistlosen Zombies umgeben bist, die du bisher vielleicht auch mein Bruder oder meine Eltern oder was auch immer gedacht hast. Es muss nicht sein, weil wo das ist, ist auch das. Aber der Unterschied besteht halt wie mit der Einheit und der Vielheit. Es ist wie mit den kleinen Kristallen, die in der Vereinigung auf der Spitze des Berges, das ist Echad. Echad heißt ja nicht nur die männliche Eins, sondern auch die Spitze des Berges. All diese ausgedachten Kristalle, ob du die jetzt Geistesfunken nennst oder unsere kleinen Spritzer aus unserem Sternwerfer, aus unserer Wunderkatze, die werden auf der Spitze des Berges zu einem Gletscher. Das ist die große Einheit. Das sind Milliarden von Kristallen, die sich verbunden haben. Und das ist das geistige Licht, wenn wir das GL jetzt rot machen. Und das ist das Wunder, wo man dann immer wieder bei vielen in den Zweifel, warum gerade ich? Ich sage, verwechselst du dich schon? Der du zu sein glaubst, den meine ich nicht. Und der du bist, es gibt doch keinen anderen. Wenn du das verstanden hast. Gibt es in einem Traum mehrere Geister, die träumen gleichzeitig in einem einzigen Traum? In einem Traum, ein Traum wird von einem einzigen Geist geträumt. Und dieser Geist, der jetzt träumt, träumt letztendlich in seinem Traum, durchlebt er ein Leben, ein Buch. Aber derselbe Geist liest auch die anderen Bücher, wie die Romane in einem Bücherregal.
Aber sobald du reduziert bist auf eine Lebensgeschichte, bist du, was ich, geistesfunken. Wenn du vom Bücherregal stehst, bist du ich. Und wenn du vor der Bibliothek stehst, dann bist du OP. Mhm. Ja. Der ist die Bibliothek. Ja, und dieses JCH, das Spiel ist immer noch in Bezug jetzt auf diese symbolische Christusfigur. Es gibt ein Buddha-Bücherregal. Weißt du, das ist jetzt hier, diese Heiligen der verschiedenen Religionen sind eigentlich nur wieder eigene Bücherregale. Mhm. Es bleibt aber dann alles OP. Ja. Im Großen und Ganzen. Im Großen und Heiligen Ganzen. Mhm. Dann ist dann doch wieder bei dem Groß, haben wir dann doch wieder, der Geist ist ein Ross. Wir landen doch, und da der Geist, der das J ist, und das Ross, der Sus ist, landen wir doch wieder bei dem Jesus. Der Heiligste aller Heiligen. Und der sagt zu dir, ich bin du. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja, gut. Danke, Udo. Danke, Stärke. Ja, was würde ich jetzt sagen, wenn du mir das nicht alles einfallen liest? Wenn du dir das nicht ausdenkst? Hat der Redo sich das jetzt ausgedacht, den du dir ausdenkst? Oder die Diana, oder die Andrea, oder der Udo? Nein, letzten Endes der, der sich jetzt diese Brüssel ausdenkt. Und der, der zu sein glaubt, der wird auch von dir ausgedacht. Das ist dein Problem. Die Ursache, dass du immer noch glaubst, du bist bloß der, der jetzt vom Computer sieht und diese vier Pixelmännchen ausdenkt, du musst einen Doppelschritt, du musst eine Stufe höher gehen. Also spiel noch eine Runde mit der Figur, die du zu sein glaubst. Ciao! Tschüss!